Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Hier wird fleißig gehämmert. Das hört sich doch gut an. Ja, ich habe schon wieder völlig vergessen, was wir in der heutigen Folge machen wollen. Ich glaube, wir wollten ein bisschen bei der Feldarbeit helfen. Wenn die das hier vielleicht nicht auf die Reihe kriegen. Aber es sieht doch schon ganz gut aus, was die hier machen. Hier wird schon gesät, ne? Zeig ich mal her. Genau. Hier gibt's Kohl ohne Ende. Das wird super. Ich weiß gar nicht, ob die zweite Person, die hier arbeitet... Ach ja, da drüben. Die ist nicht schwanger. Die macht auch mit. Na, das ist ja super. Dann können wir uns ja um andere Sachen kümmern. Ich wollte mal schauen. Wir haben ja wahrscheinlich ein paar Gebäude freigeschaltet. Beim letzten Mal. Die Bauhütte. Was macht denn die Bauhütte? Entwickle diese Technologie weiter, indem du Rohstoff... Na. Ah, hier steht's. Ein Dienstleistungsgebäude. Arbeiter, die hier beschäftigt sind, reparieren ausgewählte Gebäude. Okay, wie sieht denn dieses Teil aus? Lasst mal kurz schauen. Gebäude, das ist die Frage. Dienstleistung ist das, oder? Bauhütte, wie groß ist das? Ach, das ist ja klein. Das ist ja klein. Hm. Aber ich habe jetzt eigentlich noch nicht wirklich im Sinne, dass irgendwie selbstständig repariert wird, weil ich meine, die Gebäude verfallen ja jetzt nicht so schnell. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn mal vor lauter Dummheit? Wir haben noch einen Tag, wir haben noch eine Quest offen, mal ganz kurz schauen. Quest, hier, Tagebuch, Liebe auf dem ersten Bruch. Das haben wir... Abliefern an Tolis Lava. Na, dann machen wir das halt, Leute. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich irgendwie vergessen habe. Ich habe es echt vergessen, was wir heute alles machen wollten. Weil ich schon wieder das Wochenende dazwischen lag und mir so viele Dinge gerade wieder durch den Kopf gehen. Eieieiei. Aber wie gesagt, in Zukunft wird das alles anders laufen. Da wird es bei mir auf dem Kanal einfach dieses klassische Let's Play nicht mehr geben. Das ist mir einfach zu stressig. Ne? Es ist viel zu viel Arbeit, die man hier hat mit Aufnehmen, mit Vorbereitungen, mit Thumbnail erstellen, dies und das. Und am Ende gucken ja vielleicht 100 Leute das Video und... Ne. Das müssen wir dann in Zukunft anders gestalten. Wie das dann alles vonstatten geht, werde ich euch noch rechtzeitig nahe bringen. So, da haben wir einen Elch. Pelzstiefel. Ich guck mal ganz kurz. Verwaltung. Düs, Produktion, Näherei. Lass mal kurz schauen. Kann man denn hier Pelzumhang? Was ist denn der Wert? Das steht jetzt wieder nicht da, was der Wert ist. Das ist blöd. Der braucht 12-mal Pelz und dann aber auch wieder Leingarn. Also im Prinzip braucht alles Leingarn. Ich müsste... die halbe Map im Prinzip mit Flachs vollballern, damit das hier funktioniert, Leute. So, Pelzstiefel. Ah ja, die brauchen nämlich nur Leder und Pelz. Aber Leder sitzt auch gerade nicht da, weil die bei der Jagd irgendwie nicht hinterherkommen. Obwohl da 4 Jäger angestellt sind, ne? Ist irgendwie komisch. Wartet mal, was haben denn die für Stufen? 5, 6, 5, 5. Leder 21,7 machen die am Tag. Hm. Das reicht halt nicht aus, Leute. Naja, müssen wir mal gucken. Aber jetzt eine zweite Jägerhütte irgendwo hinballern ist ja auch Blödsinn. Naja. Moin! So, können wir dann wieder bitte? Super. Okay, das ist cool. Vielleicht wird das heute das Thumbnail, Freunde. Nein, bleib ja da oben. Fotomodus. Es wollte gerade runtergehen, das Pferd. Nee, das ist doof. Wartet. Bleib da oben. Ah, Mist, okay. Ah, doch, jetzt ist es wieder. So, machen wir es. Guck mal, so. Bleib schön da oben. So, Fotomodus. Oh ja, das ist doch super. Guckt mal, Leute. Wenn das mal kein cooles Foto Thumbnail ist, dann weiß ich auch nicht. Findet ihr nicht? Warte mal, ich kann ja auch von ein bisschen höher.
Ne, hörst doof. Dann wirkt's nicht. So, okay. Sorry, Leute. Aber ist doch schön, dass ihr mit dabei seid. Schalali, schalala. Liebe auf dem ersten Bruch. Ich mag das, wie die Quests immer genannt werden. So, was haben wir noch auf der Agenda? Wir müssen ja selber auch bald mal Kinder machen, ne? Guten Tag, tolles Lava. Willkommen, was bringt dich zu mir? Der Bergarbeiter Himislav aus Gaugi möchte das Zimmererhandwerk erlernen. Er hat mir seine Spitzhacke und Schaufel gegeben, um sie gegen das richtige Werkzeug dafür zu tauschen. Warum sollte er das tun? Auch in Skaugi gibt es gute Handwerker da. Davon abgesehen braucht er keine ausgefeilten Werkzeuge. Meine Lehrlinge beginnen immer mit Holzhämmern und einfachen Äxten. So kommt nicht auf das Werkzeug an, sondern auf die Präzision der Hand, die es hält. Kannst du mir trotzdem ein paar Werkzeuge geben? Ich will nicht mit leeren Händen zurückkommen. Oder, wenn das so ist, mache ich ihm die Werkzeuge selbst. Wir können es auch selbst machen, ne? Ja, machen wir das. Eine weise Entscheidung. Bessere könnte ich ihm auch nicht anbieten. Was hast du mit seiner Schaufel und Spitzhacke vor? Du kannst sie haben, er wollte sie ohnehin loswerden. Oder nachdem ich sie nicht eintauschen musste, werde ich sie ihm zurückgeben. Ja, geben wir zurück. Vielleicht brauche ich es ja später nochmal. Wie du willst, dann werde ich deine Zeit nicht weiter verschwenden. Wünsche Himislav viel Erfolg bei seiner Arbeit von mir. Danke, mach's gut. So, okay. Jetzt müssen wir abliefern. Ein Holzhammer und eine Steinaxt. Eine Steinaxt habe ich zufällig einstecken. Holzhammer können wir vielleicht sogar einen herstellen. Ja. Alles da, Leute. Schwupp, können wir die Quest abgeben. Jetzt wollte ich nochmal schauen. Ihr habt ja gesagt, mein Verkaufsstand sollte endlich mal was verkaufen. Obwohl das ja blöd ist, weil die ja nicht so viel Geld reinbringen, wie als wenn ich die Waren hier verkaufen würde, ne? Stimmt, wir müssen noch Waren verkaufen. Wir müssen mal gucken, was noch da ist, bevor das vergammelt in die nächste Jahreszeit. Dienstleistung, da, Marktstand. So, und jetzt hattet ihr mir gesagt... Ah, hier, guckt mal. Art der Waren ändern. C. Kleidungsstücke. Die Gürteltaschen, ne? Die würde ich natürlich hier verkaufen, irgendwo. Macht ja Sinn, weil es bringt mehr Geld. Weil der Skill funktioniert ja hier nicht, dass man mehr Geld bekommt. Ansonsten, wir gucken mal hier alles durch. Also die Gürteltaschen haben wir da. Dann... Nee. Werkzeuge. Was? Hä? Ach nee, hier. So, hier könnten wir... Aber die brauchen wir ja auch alle selber, ne? Eimer könnten wir verkaufen. Brauchen wir Eimer? Nicht wirklich, ne? Ey, dann lass uns die Eimer verkaufen. Verkauf. Warte mal, was ist das? Sind das die Einnahmen? Ja, da kommen 300 Münzen rein. Das ist jetzt nicht so viel, Leute. Wieso haben wir eigentlich so viele Eimer? Wo kommen die her? Wer stellt die her? So, Kupferhacke. Das ist alles das, was wir brauchen. Ja, dann soll er Eimer verkaufen. Von mir aus gibt es 300 Münzen zusätzlich. Ja. Dann müssen wir jetzt... Richtung Skaugi. Ja, warte, dann lass uns mal zurück... Ah, Quatsch, wir haben ja hier ein Warenlager. Dann lass uns doch gleich mal schauen, ob wir hier noch den Rest verkaufen können. Jetzt ist natürlich hier... Ein Tag haben wir ja noch, ne? Dann gehen wir jetzt mal pennen. Ich hoffe, wir können schon schlafen. Und dann verkaufen wir hier nochmal die ganzen Gürteltaschen. Wie geht's uns finanziell momentan? Inventar? 8.919. Bis zum nächsten Tag schlafen. Genau, einen Tag haben wir noch. Eieiei, Sauwetter haben wir. Dann holen wir mal schnell die Gürteltaschen aus dem Lager. Und gucken mal, dass wir die ganzen Kohlsuppen noch unterkriegen.
Ich schätze mal, ich habe... Das Wert steht immer noch so. Ich schätze mal, ich habe die schon ausgenommen in dieser Jahreszeit, ne? Deswegen müssen wir jetzt, wenn wir eh nach Skauki reiten, dass wir dort vielleicht noch irgendwas verkaufen können oder so. Ja, wir brauchen halt so viel wie möglich Geld. Wie läuft das dann mit dem Marktstand? Kriege ich dann die Kohle nach der Jahreszeit? Oder wie ist das? Ne, Quatsch, das ist ja doch... Warte, Kohlsuppen? Wie sieht's da aus? Eintopf haben sie noch. Kohlsuppe, 34. Ja, die sollen erstmal Eintopf essen. So, lass mal gucken. Wie heißen die Gürteltaschen? Wie G? Ne, warte, guck hier bei Klamotten. Kleine Gürteltasche, da haben wir's. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was verticken können. Ansonsten machen wir den Rest dann ins Gaugi. Ich schau mal ganz kurz in der Verwaltung. Beim Feld. Sieht gut aus. Hier ist noch unbesät. Okay. Unbesät. Oh, die müssen aber sich mal... Oh, die müssen sich wirklich ranhalten. Sonst müssen wir tatsächlich heute noch in die Nacht reinarbeiten. Da müssen wir mit aushelfen, Freunde. Sonst wird das nichts. So, hier ist ein Händler. Moin. Zeig mal deine Ware. Du hast noch 1200. Na, das passt doch. Dann müssen wir mal die kleinen Gürteltaschen suchen. So, die ist pleite. Da ist der nächste Händler. Ah, die schlafen alle noch. So ein Mist. Kriegt man den geweckt? Nee, der pennt. Die pennt wahrscheinlich auch. Hm, müssen wir kurz warten, bis die alle aufgewacht sind, ne? Ja, pass auf, dann reiten wir jetzt einmal mal nach Skauki. Da müssen wir in diese Richtung. Durch den Garten von Fremden. Mensch, Pferd, was ist denn los mit dir? So, die Brücke war da. Boah, Alter, geh mir doch nicht auf die Ketten. Ja, es tut mir leid, Ferdi. Ferdinand. Stimmt, das Pferd können wir Ferdinand nennen. Waren wir hier schon mal? Ich glaube schon, oder? Hier waren wir schon mal. Hier ist alles leer. Alles klar, dann geht's weiter. Gib it up. Da ist noch eine Axt. Wieso habe ich denn die übersehen? Ja, bleib ruhig. Steinaxt. Hatte ich irgendwie übersehen, anscheinend. Oder waren wir hier noch nicht? Weil hier ist auch Haferbier und so. Holzstämme. Ja, ich meine, wir können ja eh unendlich tragen, dann können wir es auch mitnehmen, wenn es hier einmal rum nicht, das Zeug. Noch irgendwas? Nehmen wir es mit. Warum denn nicht? Ja. Und weiter geht's.
So, da sind wir auch gleich da. Ja, ja. Langsam, langsam, langsam. Gib it up. So, wir parken dich mal hier, Esel. Eselpferd. Waren hier irgendwelche Händler noch? Das ist kein Händler hier, ne? Nee, aber hier ist der Quest-Typ. Geh mal aus dem Weg. Ich weiß, du kannst mich eh nicht leiden. So, du bist mit den richtigen Werkzeugen zurück. Sie sind nicht, was ich erwartet habe, aber wie könnte ich eine erfahrene Handwerkerin widersprechen? Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Tolislava selbst hat sie empfohlen, sie sind die besten. Oder es sind Anfängerwerkzeuge. Sie hat gesagt, es kommt auf die Hand an, die sie führt. Nicht auf das Material, aus dem sie gemacht sind. Diese Antwort werde ich wählen. Oder ich habe sie selbst gemacht. Sie meinte, du solltest mit deinen Werkzeugen, mit den einfachsten Werkzeugen beginnen. Nee, ich nehme Antwort 2, weil das hat sie ja tatsächlich gesagt. Ein Qualitätswerkzeug macht keinen Unterschied, wenn es von einer unsicheren Hand geführt wird. Das ist weise von ihr. Ich habe keine andere Wahl, als ganz am Anfang anzufangen, wie jeder Lehrling. Und was ist das? Du hast meine Schaufel und Spitzhacke wieder mitgebracht. Heißt das, dass ihr Rat umsonst war? Das ist wirklich nett von Tolislava. Viel Erfolg mit deinem Zimmerexperiment. Zimmerer-Experiment. Danke, aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm diese Erze, das ist das Mindeste, das ich für dich tun kann. Leb wohl. So, haben wir dreimal Eisenerz, eine Quest abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal hier noch die Händler schnell ab. Und dann machen wir mit dem Fährmann zurück nach Piostovia. Hier kann man handeln. Moin, zeig mal deine Ware. 2000. Oh, das ist gut. Ja, 2000. So, den haben wir auch schon mal arm gemacht. Wunderschön. Und ich glaube, irgendjemand handelt hier noch da hinten. Bossena. Hello there. Hallo. 1400. Gut. Can I interest? See you soon. War hier noch ein Händler? Nee, ne? Doch, hier. Guckt mal. Naja, da kriegen wir doch unser Geld endlich rein. 1200. Kleine Gürteltasche, 17 Stück noch. Und dann können wir hier noch Nahrung verkaufen. Wunderbar, Freunde. Wie viel haben wir jetzt? 14.900 schon wieder. Können wir im Prinzip dann in der nächsten Jahreszeit wieder ein paar Schemata freischalten. Genau, mit können wir im Prinzip nach Hause, ne? Ja. Fahren wir aber mit dem hier. Hello. Piostovia. Dann mal los. Auf geht's. Und dann gucken wir mal. Kann ich denn hier noch Kohlsuppen? Achso, wir sind ja auf der anderen Seite. Gucken mal, ob wir noch Kohlsuppen machen könnten, theoretisch. Dass wir die auch noch verkaufen können. So, grüß dich. Hast du noch Geld? Oh ja, du hast richtig viel Geld. Das ist gut zu wissen. Dann verkaufen wir jetzt erstmal die ganze Kohlsuppe. Perfekt. Dann haben wir 15.691 eingenommen. Dann helfen wir jetzt mal noch schnell bei der Feldarbeit aus. Obwohl, ne, es wäre schon sinnvoll, das könnte man ja auch noch nachts machen, ne? Ah ja, dann verkaufen wir in der nächsten Jahreszeit die ganzen Kohlsuppen. Ich wollte halt gerade mal schauen, ob wir jetzt nochmal Kohlsuppen herstellen können. Ob genug Fleisch da ist. Aber lass uns lieber jetzt noch die restliche Folge hoch. Wirklich mit bei der Feldarbeit helfen, dass es fertig ist, dass wir in der nächsten Jahreszeit
so richtig viel Kohle haben, dass wir in Kohle ersticken. Brauchen wir dann natürlich auch richtig viel Fleisch. Dann müsste ich vielleicht mal die ganzen Spots mit den Wiesenden abfarmen. Man sieht das ja auf der Karte, ne? Können wir ja direkt mal schauen. Map. So, Menschenquest. Bei Jagd war es nicht, ne? Tiere. Wilde Tiere. Kann ich hier eins anklicken? Nee. So, Wiesend. Ah, guck mal, hier sind auch nochmal Wiesende. Direkt rechts vom Sumpf. Hier ist er ja ausgegraut. Ja, gucken wir gleich mal. Ah, hier vorne auch. Ja, das machen wir jetzt noch schnell. Oh, Banditen. Warte, warte, warte. Zurück, zurück. Renne, renne, renne. Absteigen. So, komm her, du. Hey! Aua! Oh, du Blödmann! Aua! So, was hast du denn hier? Ein Holzspeer, gib den her. Den hast du dir gar nicht verdient. Gucke, kommen wir auch schon wieder zum Münzen. Ein paar Äpfel, Bier fürs Volk, Käse fürs Volk, der eh wieder vergammelt. So, waren das alle? Die waren doch nicht nur zu zweit, oder? Wo saßen die überhaupt? Irgendwo hier vorne, ne? Naja, komm her. Oh, mit dem Messer. Na, hier im Gebüsch oder was? Gibt's ja wohl nicht. Noch mehr Käse, noch mehr Münzen. Steinpfeile, sehr gut. Wir wollen ja eh gleich Wiesende schießen. Gib mir das Steinmesser noch. Und dann zeigt mal her, was ihr hier noch so versteckt habt. Cool. Met. Alles gut. Dann ist es aber gemütlich. Apfelbaumsetzling, nicht schlecht. Heiltrank Stufe 2. Halt. Kupferbolzen. Für der Armbrust. Noch mehr Münzen. Na guck, 1600 Münzen haben wir jetzt schon wieder. Oh, hier liegt noch Weizenbier. Sonst noch hier irgendwas? Ja. Vielleicht habe ich was übersehen, vielleicht auch nicht. So, wie weit ist der Wiesent jetzt entfernt? Müsste ja gleich hier vorne sein. Genau, irgendwo da. 27 Steinpfeile haben wir. Mal gucken, wie viele es sind. 3 wären natürlich super schön. Da vorne ist einer. Ja, ihr seht jetzt gerade nicht so viel, weil hier so schlechtes Wetter ist. Hey, der war daneben. Okay, haben wir. Na wunderbar. Ein bisschen Fleisch mit reingebracht. Können wir dann auch gut gebrauchen. Und Leder, ganz wichtig. So, jetzt wahrscheinlich hier wieder 3000 Steinpfeile. Da ist noch ein Wiesent. 17 Pfeile haben wir noch ausgerüstet. Ja, wenn die so eine Bögen laufen. Wow. Aua. Oh. Na, jetzt geh aber drauf, du. Cool. Nochmal 71 Fleisch. Läuft. Steinpfeile nehmen wir mit.
Muss ich aber gleich mal ein bisschen Heilung nehmen. Ach ne, muss ich gar nicht. Habe ich da noch was komisch eingestellt? Das kann sein. Müssen wir mal wieder ändern. Ist hier jetzt noch ein dritter Wiesen? Nee, schade. Ja gut, es reicht ja. Wir müssen jetzt unbedingt nach Hause. Ganz wichtig. Feldarbeit, Feldarbeit, Feldarbeit. So, wo geht's denn hier nach Hause? Ich glaube, hier ist irgendwo ein Wolf. Ja. Die restlichen Wiesende kann ich ja dann auch noch offscreen machen. Das kann man ja auch nachts machen, dass wir in der nächsten Jahreszeit dann schön viel Fleisch haben. Wo bin ich denn jetzt gerade hier lang gelaufen? Das ist doch ja gar nicht mein Zuhause. Amter Mist. Irgendwo hier vorne muss es sein. Okay. So, einmal absteigen. Wir gucken mal ganz kurz ins Nahrungsmittellager. Du kannst ruhig rennen, Großer. So, im Prinzip. Fleisch haben wir 390. Jetzt haben wir noch mehr. Das sieht gut aus, Leute. 531, das heißt, wir können dann 160 Kohl. Wir können in der nächsten Jahreszeit richtig viel Kohlsuppe nochmal machen. So, dann lasst mal schauen. Ihr Lieben, ihr kriegt jetzt hier alles. Damit es nicht wieder heißt, du nimmst immer deinen Leuten das ganze Essen weg und verkaufst das hier. Leckerster Käse. Bierchen gibt's. Weizenbier. Haut rein, Leute. Haut einfach rein. So, hier ist nicht besät. Hier ist Saat drauf. Ja, hier alles noch nicht. Was machen die denn, die faulen Hunde? Okay, die sind alle gemacht. Hier wird auch gearbeitet. Okay, dann helfe ich mal, dass sie das noch schaffen. Wenn wir überhaupt noch Kohlsamen haben. Das ist ja auch noch so eine Sache. Was ist mit dir hier? Blitzbohr. Du hast Angst vorm Regen. Kohlsamen. Gucken wir mal. K. Kohlsamen. 159. Ich nehme mal 59 erstmal, dass noch 100 da sind, dass die weiter arbeiten können. Section habe ich einstecken, ne? Genau. So, wie ging das? Feld. Kohlsamen. Na, das klappt ja super. Sieht man, wartet mal, wo steht das? Jetzt ist es 14.51 Uhr, also die haben ja noch ein bisschen Zeit. Obwohl die halt nicht bis in die Nacht reinarbeiten. So, warte, ich gehe mal hier hin, da kannst du in Ruhe das da fertig machen. Ich glaube, wenn man dann so große Felder hat, muss man tatsächlich noch mehr Leute einstellen, die da helfen, ne? Landarbeiter. You
Du musst schon was hinstreuen, sonst wird das nicht. Oh. Okay, ich mach mal die letzte Reihe hier, damit wir uns nicht so in die Quere kommen. Gott, wird das dann viel cool. Ja, die haben halt hier auch die Arschruhe weg, ne? Schön, dass aber gerade regnet. Da wachsen die Samen gut an. Oh Mensch, wir sind ja schon wieder. Wir sind ja schon wieder so weit. So 20 Samen haben wir noch. Müssen wir eigentlich nur dann noch Holzschalen herstellen, nehme ich mal an. Dass wir genug haben für die Kohlsuppen, für die ganzen. Und da können wir dann eigentlich ruhig mal wieder so 10.000 ausgeben für irgendwelche Pläne. Okay. Noch viermal Samen. Na, hau rein jetzt hier. Super, erledigt. Wie weit bist du? Naja, das schaffst du noch, diese eine Reihe. Jetzt checken wir nochmal ab. Also, hier ist komplett cool. Hier ist komplett cool. Hier ist komplett cool. Auf den dreien ist nichts unbesät. Hier ist komplett cool. Hier. Und hier ist nichts. Naja, im Prinzip könnte ich die restlichen Dinge auch noch bepflanzen. So viele Samen, wie wir noch haben. Ne? Und ja, lass uns das... pass auf, dann mache ich das nicht offscreen. Dann machen wir das in der nächsten Folge einfach nochmal. Da arbeiten wir hier bis in die Nacht rein und gehen dann zusammen in die nächste Jahreszeit. Da machen wir noch zusammen den Kohl, noch ein bisschen Kohl. Wiesende noch jagen. Ist hier noch irgendwas in der Nähe, was... Hier hat man ausgeruht. Ne, warte mal, wo waren die? Da. Da muss aber noch einer gewesen sein. Guck mal, der ist nämlich noch angezeigt. Und dann holen wir uns noch die. Und vielleicht noch die Wölfe. Ich schau mal ganz kurz, wie viel Leder haben wir denn jetzt... Da mittlerweile. Dann können wir an der Näherei wirklich mal so Pelzzeug herstellen lassen. So, Flachshalm haben wir 84. Holzschalen. Ach du Scheiße, wir müssen keine Holzschalen herstellen. Okay, das müssen wir mal kurz dann aussetzen. Leingarn 41, Leingewebe 15. Leder 27, mehr ist es halt nicht. Das ist irgendwie schwach. Da bringe ich hier ein bisschen mehr mit. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz. Verwaltung, zack, Produktion, Näherei. Was machst denn du da eigentlich? Du machst Leinengarn. Leingewebe. Aber wir haben ja gar nicht mehr so viel Flachshalm. Wo verschwindet denn das hin? Irgendjemand muss doch hier... Vielleicht brauchen die das in der Werkstatt. So, dann machen wir das hier aus. Wir haben so viele Holzschalen. Dann können wir den aus der Werkstatt eigentlich irgendwo anders dann erstmal einsetzen. Oder wir lassen den, wir haben ja auch mittlerweile ein bisschen Ton, dass wir den so ein bisschen Tonzeug machen lassen. Aber ich frage mich trotzdem, Flachs, jetzt mal ohne Flachs. Wir haben hier noch 84 Flachshalmen. Okay.
Leinengewebe nur 15 und Leingarn nur 41. Ach, der Typ, der die Gürteltaschen herstellt, ne? Leinsamen haben wir. Pelz, wo... Okay. Aber wo werden denn die Gürteltaschen hergestellt, sagt man? Wenn nicht in der Näherei. Also hier macht keiner was. Mit Gürteltaschen. Oder hatte ich das dann irgendwie eingestellt? Wahrscheinlich, ja. Guckt mal, hier wurde es gemacht. Naja, müssen wir mal gucken. Irgendwie funktioniert das nicht. Wir brauchen mehr Flachs. Müssen wir dann nächstes Jahr auf alle Fälle noch mehr Felder machen. Weil es ist ja schon wieder alle und das, wir haben gar kein Leingarn und Leingewebe viel, so viel da, ne? Okay, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.